Ja, hallo zu meinem neuen YouTube-Tutorial. Dieses Mal möchten wir uns C-Sharp betrachten und beginnen hier einfach mit den Variablen, weil das läuft hier ein bisschen anders als bei Visual Basic. Ja, dann legen wir auch gleich mal los mit einem neuen Projekt, wählen Visual C-Sharp aus, eine Windows-Form-Anwendung und als Name vergebe ich hier C-Sharp Tutorial Variablen. Die Titelleiste in unserer Form, die benenne ich genauso wie das Tutorial selbst. Und dann füge ich zwei Button hinzu, drei Textboxen und zwei Label. Das erste Label bekommt das Plus-Symbol und das zweite Label das Ist-Gleich-Symbol. Button 2 benenne ich in Addieren und Button 1 in Exit. Und natürlich passe ich die Namen der Button an, so dass ich im Programmcode auch erkennen kann, in welchem Bereich ich mich gerade befinde. Hier sind wir jetzt im Exit-Button. Um das Programm zu beenden bzw. das Fenster zu schließen. Und das geht mit dem Befehl Close. Dann doppelklicke ich auf Addieren. Innerhalb des Programmcodes zu Button Addieren halten wir zuerst wieder unseren Kommentar fest, der dann genau beschreibt, was wir an dieser Stelle vorhaben. Und zwar möchte ich einfach nur die Textbox 1 mit der Textbox 2 addieren und das Ergebnis soll dann abschließend in Textbox 3 ausgegeben werden. Und unsere Variablen sollen dezimal sein, so dass wir dann auch Kommazahlen richtig berechnen und ausgeben können. So, unsere Variablen sollen wie gesagt dezimal sein und danach gibt man dann einfach die Variablenbezeichnung an. Hier in dem Fall T1, T2, T3 analog zu den Textboxen. Habe ich extra kurz gehalten, die Bezeichnung, damit das besser nachvollziehbar ist. Jetzt bauen wir mit try-catch noch eine kleine Fehlerbehandlung ein. Sollte nämlich eine Textbox leer sein oder auch falsche Werte, zum Beispiel Buchstaben enthalten, dann würde das unweigerlich zum Programmabsturz führen, da nicht die erwarteten Werte vorhanden sind, in unserem Fall dezimal. Und deswegen innerhalb von try steht dann unser Programmcode zur Berechnung. Aber um rechnen zu können, müssen wir natürlich den Inhalt der Textboxen auch zu Dezimal konvertieren, da die Textboxen natürlich alle Werte nur in String enthalten. Und das geht eben mit T1 für die erste Textbox. Convert.toDezimal und in der Klammer steht dann unsere Textbox.text und das gleiche natürlich auch für die Textbox 2. Und erst jetzt haben wir dann die Stringwerte aus den Textboxen in Dezimal konvertiert und können mit denen auch rechnen. So, unser Ergebnis soll natürlich in Textbox 3 ausgegeben werden, also lautet unsere Formel T3 gleich T1 plus T2. So, jetzt möchten wir natürlich unsere Textboxen und auch gerade eben das Ergebnis ein bisschen formatiert darstellen lassen. Das heißt, wie viele Stellen nach dem Komma, ein Währungssymbol etc. Das möchten wir jetzt formatieren und uns natürlich dann entsprechend auch ausgeben lassen. Und die erste Textbox formatieren wir mit String.format, Klammer auf, Klammer zu. Und innerhalb der Klammern mit Anführungszeichen formatieren wir jetzt unseren Zahlenwert, den wir da drin haben. Und zwar in der ersten Textbox soll die Zahl einfach so dargestellt werden, wie wir sie eingeben oder eingegeben haben. In der Textbox 2 werden wir eine Stelle nach dem Komma anzeigen lassen und geben als Währungssymbol Euro an. In der dritten Textbox, dort werden wir die Formatierung mit C vornehmen, C für Currency und Currency
verwendet eben das Währungssymbol, das in Windows als Standard in den Einstellungen hinterlegt ist. So hätte man zum Beispiel sichergestellt, dass in jedem Land das richtige Währungssymbol angezeigt wird. Und diese Art Formatierung gibt es natürlich viele für Datum und so weiter. Da muss man einfach nur mal danach googeln. So, unsere Fehlerbehandlung. Sollte sie denn auftreten, beziehungsweise ein Fehler auftreten, dann springt der Pointer zu Catch und zeigt uns eben einfach nur die Textbox an und verhindert damit einen Programmabsturz. So, dann testen wir natürlich unser Programm. Wir sehen, wenn wir jetzt auf Addieren klicken, tritt unsere Fehlerbehandlung auf, dass die Messagebox wird angezeigt. Und wenn wir die mit OK bestätigt haben, können wir ganz normal unsere Werte eingeben. Und dann sieht man auch, dass das richtig berechnet wird. Die erste Zahl wird so angezeigt, wie wir sie eingegeben haben. Die Textbox 2. Nur eine Stelle hinterm Komma mit Währungssymbol und die Textbox 3 automatisch formatiert mit Currency und es wurde das Währungssymbol angezeigt, was in Windows hinterlegt war. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Tutorial etwas weiterhelfen konnte und den Start in C-Sharp schon mal etwas erleichtert. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.